Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Zu einem Video, das ich eigentlich vor einer Woche oder zwei dachte, niemals machen zu können. Und was ich bis vor 5 Minuten auch gar nicht dachte, jetzt schon in Angriff zu nehmen. Aber ich kann nicht warten, euch damit ein wenig auf die Folter zu spannen, mit dem, was kommt. Abgesehen davon, dass ich auf meinem Kanal eine ganze Menge Videos fertig habe zum Hochladen. Stunde der Wahrheit fängt eine ganz neue Serie an mit Bibelstudie, Römer Kapitel 1. Das kommt in den nächsten Tagen irgendwann mal raus. Dann wartet ihr natürlich auf die weiteren Videos Geschichte der Inquisition im Mittelalter, wo ich bereits das Einleitungsvideo vor über einer Woche veröffentlicht habe. Dann sind da noch andere Dinge, die da warten. Ja, und dann habe ich vor knapp 2 Jahren, nämlich am 11. Juli 2016, ein Video hochgeladen. Das möchte ich euch mal eben zeigen. Das ist hier. Das ist ein englisches Video. Und das heißt Teaser of a New Book Reading, also ein Verführer für eine neue Buchlesung. Oder ein Teaser ist ja auch... Es gibt gar kein deutsches Wort dafür. Also das ist das... eingedeutschte Wort im Deutschen auch. Teaser heißt Teaser. Ich habe gerade mal geguckt, da gibt es keine Übersetzung für. In der Übersetzung sagen sie, es ist ein kurzes Werbeelement, das die Neugier des Kunden wecken soll. Naja, ihr seid keine Kunden. Aber die Neugier soll das natürlich schon wecken. Ja, also ein Neugier machendes Video auf eine neue Buchlesung, weil ich lese ja noch nicht genug Bücher. Aber ich will es jetzt auch gar nicht so lang machen. Das soll ein Einleitungsvideo sein, und zwar, wie ihr seht, hier ist dieses ein Einleitungsvideo für das Buch oder für die Buchlesung Behind the Dictators bei L.H. Lehman. Das ist Leo Herbert Lehman. Ja? Das Teaser-Video hier im Englischen habe ich, wie ihr sehen könnt, hier veröffentlicht am 11. Juli 2016 und kurz danach dann alle 12 Kapitel dieses Buches. In den Kommentaren dieses Videos könnt ihr auch sehen. Es gibt sogar Leute, glaube ich, die hier gefragt haben, ob es das nicht auch in Deutsch geben würde. Ich hatte vorhin noch irgendwo gesehen, mit den Antworten hier, glaube ich, irgendwo zwischen. Wenn mir das Buch jemand übersetzen würde, dann würde ich es lesen, habe ich hier noch gesagt. Ja, da meinte Sandra Hartl, ob sie mir eine PDF darüber schicken kann. Von Sandra ist das nicht gekommen. Da habe ich keinen weiteren Kontakt mehr von gehabt. Ist auch nicht so schlimm. Ich hatte vor einiger Zeit Kontakt mit einem sicheren Viktor über Skype und habe mit dem dann mal drüber geschnackt. Und der hat gesagt, oh, ich werde das mal machen. Und das ist jetzt über ein halbes Jahr her. Und siehe da, vor etwas über einer Woche meldet er sich auf Skype auf einmal überraschenderweise, fragt einen Kontakt wieder an und sagt, ey Jörg, ich habe mich hingesetzt und ich habe das erste Kapitel von Behind the Dictators, also hinter den Diktatoren, übersetzt. Hättest du Lust, das zu machen und dir das anzuschauen? Ich sagte, ja, natürlich, finde ich ganz toll, das ist ein Buch, wo ich sicher besichert darauf bin, dass sie in Deutschland da schon drauf warten, auf diese Art der Information. Und ja, er hat da also Arbeit von gemacht und hat mir jetzt erstmal eine Einleitung übersetzt, die ich auch in diesem Video, was ihr da seht, vom 2016 vorgelesen habe. Eine Buchrezension von einem sicheren James Flory. Ich habe hier bereits vorbereitet, es wird eine Abspielliste geben, Videoabspielliste mit dem Titel Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Eine faktische Analyse der Beziehung zwischen Nazifaschismus und römischem Katholizismus. Hier gehen wir also noch ein wenig tiefer in genau das Thema an, was wir ja auch bei dem Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris bereits besprochen haben. Ja, die Beziehung zwischen dem Nazifaschismus, dem Dritten Reich und der römisch-katholischen Kirche. Das war ja, glaube ich, schon mal ganz interessant. Hier in diesem Buch gehen wir da noch viel tiefer drauf ein. Ich möchte euch mal eben das... PDF zeigen oder überhaupt ein paar PDFs zeigen. Im Moment lese ich dieses Buch hier, Bismarck und das päpstliche Rom, genetische Darstellung an der Hand der Quellen von Arthur Bötling. Von diesem Arthur Bötling habe ich mir in der Schweiz aus dem Archiv, Bucharchiv ein Buch bestellt, das nur 30 Seiten hat und das geht über die Jesuiten in Deutschland in der Zeit des Ende des 19. Jahrhunderts, knapp 30 Seiten. Das werde ich innerhalb der nächsten 14 Tage aus der Schweiz zugeschickt bekommen. Von demselben Autor,
Dieses Buch, Bismarck und das päpstliche Rom, super interessant auf den ersten paar Seiten. Ihr seht, ich bin hier auf Seite 45 von 504 PDF-Seiten schon. Super interessant soweit. Kann ich nur jedem anraten, sich das mal anzuschauen. Wer das haben möchte, dem werde ich den Link gerne geben zum Runterladen. Im Internet kann man da frei bekommen. Ob ich das auch auf meinem Kanal lesen werde, das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt wirklich noch nicht sagen. Aber dann haben wir hier das Buch, das ich lesen werde, Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, eine faktische Analyse der Beziehung zwischen Nazifaschismus und römischem Katholizismus. Müsste römischem heißen, aber kleine Fehler sind da natürlich drin, aber das verzeihe ich dem Viktor und ihr wahrscheinlich auch gerne für die Arbeit, die er sich hier gemacht hat. Ja? Wir gehen mal eben das Inhaltsverzeichnis durch und dann werden wir sehen, mit welchen Themen wir uns bei dem Buch Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, womit wir uns da beschäftigen. Das Inhaltsverzeichnis in Kapitel 1 sehen wir hier: Jesuiten, Juden und Freimaurer. Das ist übrigens ein Kapitel, wovon das Video in Englisch über 16.000 Klicks hat in der Zwischenzeit. Ist ja auch vor knapp 2 Jahren, Mitte Juli 2016, hochgeladen gewesen. Und das ist seit Dezember 2017 von YouTube mit einer Warnung versehen. Es gibt keinen Zähler mehr von den, wie oft das Video angeschaut wurde. Und man kann keinen Daumen hoch und runter mehr geben und man kann keine Kommentare mehr hinterlassen. Das wurde von der YouTube-Gemeinschaft geflaggt als unpassend. Wer das gemacht hat, warum er das gemacht hat, ist mir komplett unbekannt, hat sich auch nie einer erklärt. Das ist ja wie in der Inquisition damals. Man kennt seinen Ankläger nicht, man weiß nicht, was er mal angeklagt wird. Das Video ist jedenfalls halbwegs gesperrt auf YouTube. Das ist das erste Kapitel dieses Buches. Dann fahren wir fort in dem zweiten Kapitel, das lautet die Jesuiten und die Protokolle von Zion. Ja, da geht es also um die Protokolle der Weisen von Zion, wie man die auch nennt. Und da werden wir dann lernen, dass diese Protokolle der Weisen von Zion überhaupt kein jüdisches Papier sind, sondern ein Papier sind, das die Jesuiten erstellt haben. In Kapitel 3 sprechen wir über den merkwürdigen Fall von Leo Taxil, der eine sehr interessante Person war Ende des 19. Jahrhunderts, der sowohl Freimaurer war als auch römischer Katholik, der sogar eine Audienz beim Papst hatte und was das mit dem auf sich hat und welche Enthüllungen der gebracht hat über zum Beispiel von Albert Pike in seinem Buch Morals and Dogma, das werden wir dann sehen, wenn wir das Kapitel lesen. Hier ist übrigens ein Bild des Autors Leo Herbert Lehman. Dann Kapitel 4, die Wiederherstellung des Heiligen Römischen Reiches. Ja, ein wenig prophetisch beinahe, um auf das aufzugehen, was wir ja heute haben in der EU, ne, in der Europäischen Union, die ja im Grunde das wiederbelebte Heilige Römische Reich ist, das wir damals 1000 Jahre zwischen 800 mit Kaiser Karl gegründet und 1806 bis zum Ende der Napoleonischen Kriege hatten. Ja. Kapitel 5, Hitler und die katholische Kirche, Hitler und seine Beziehungen, die damit verbunden sind. Kapitel 6, die katholische Kirche und der Ständestaat. Kapitel 7, das größte trojanische Pferd aller Zeiten, ein super interessantes Kapitel. Gar nicht so lang, ist nur 7 Seiten, aber ich habe es damals geschafft, das eine 2-Stunden-Sendung von zu machen, weil ich damals Tom Fress mit eingeladen hatte. Und Tom Fress hat mich damals bei der Lesung begleitet. Nun, bei der Lesung dieses Buches werde ich über Skype eine Verbindung herstellen, wie ich das mit Videos schon gemacht habe mit Michael, die ihr letztens gesehen habt auf meinem Kanal hochgeladen, der mich begleitet hat bei meinen Lesungen von dem Griesinger Buch auf dem zweiten Kanal. Und mit der Skype-Verbindung werde ich die dann herstellen mit dem Übersetzer, mit Viktor, dass ihr den auch kennenlernen könnt und dass er eben auch seine Meinung und Kommentare zu diesem Buch, zu der Lesung damit zugeben kann. Der wird also anwesend sein. Dann haben wir Kapitel 8, Nazi-Sozialismus und die katholische Rekultivierung. Kapitel 10, Hitlers Kampf gegen die Kirchen. Kapitel 9, Entschuldigung. Kapitel 10, Nationalsozialismus und katholische Aktionen. Kapitel 11, Rexismus und katholische Aktionen. Ja, Rexismus ist euch vielleicht nicht so bekannt. Aber Rex war die belgische nationalsozialistische Bewegung, mit dem Vorsitzenden, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, das lesen wir, wenn wir in dem Buch sind. Also da geht es um Belgien und Narzissmus vor und während des Zweiten Weltkrieges hier in Belgien. Das ist Rexismus und katholische Aktion. Und dann haben wir abschließend noch Kapitel 12, Pro-Germanismus von Pius dem XII., wovon wir ja inzwischen wissen, Pius der XII., Hitlers Papst,
Eugenio Pacelli, der damals Nunzio war hier in Deutschland von 1917 bis 1929 und dann Staatssekretär im Vatikan wurde und dann 1939 den Papststuhl übernommen hat. Und der Pro-Germanismus dieses Papstes ist das letzte Kapitel im Buch. Da gibt es auch einen Nachtrag, aber den übersetzt der Viktor nicht. Habe ich auch gefragt, nicht zu machen. Habe ich auch im Englischen damals nicht vorgelesen. Und dann gehen wir hier halt in das erste Kapitel. Nun, interessant ist auch, ich habe inzwischen einen Account angemacht auf archive.org. Eine super Internetseite, auf der man sehr viele archivierte Bücher finden kann, auf der man auch Videos hochladen kann. Ich werde da auch Videos hochladen, weil es da nicht so eine Zensur gibt wie bei YouTube. Wie das genau funktioniert, ich habe jetzt das erste Video hochgeladen über die Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Das könnt ihr euch ja selbst mal anschauen. Das ist natürlich keine Sozialseite, wie das mit YouTube ist, weiß ich nicht, mit Kommentatoren und so was, wieder, also mit Kommentaren, wie das da läuft. Auf jeden Fall ist das eine Möglichkeit, außerhalb von YouTube auch nochmal meine Videos hochzuladen und weiter zu verbreiten. Und auf dieser archive.org-Seite werde ich, das habe ich auch, glaube ich, hier schon mit reingeschrieben in die Beschreibung des Buches, dieses Buch, habe ich hier gesagt, wird Kapitel für Kapitel übersetzt vom englischen Original ins Deutsche durch Bruder Viktor. Die einzelnen Kapitel und zum Schluss das ganze Buch wird jedem zum Herunterladen zur Verfügung stehen auf www.archive.org. Also, ich lese das Buch nicht nur und mache da direkt ein Video von, wie ich jetzt dieses Verleitungsvideo hier machen will. Ja? Ich nenne das mal Teaser, ich nenne das mal ein Verleitungsvideo, um euch zu verleiten, sich zu freuen auf dieses Buch, auf diese Buchlesung. Und werde da also jedes Kapitel einzeln und zum Schluss werden wir das, wenn das alles übersetzt ist, alle PDFs zusammenfügen in einem und werden das Buch veröffentlichen und werden das auch auf archive.org jedem zur Verfügung stellen zum Nachlesen. Daneben werde ich natürlich auch die Videos dort hochladen, neben dass ich sie auf YouTube hochlade. Nun, wir sehen hier eine kleine Beschreibung, wer Leo Herbert Lehmann war. Also für diejenigen, die meine englische Lesung darin nicht gesehen haben, die wird das vielleicht interessieren zu lernen, dass Leo Herbert Lehmann ein römisch-katholischer Priester war, der in Irland geboren wurde übrigens und der später in seinem Leben zur biblischen Lehre konvertierte. Interessant ist, dass er aus Irland kommt, aber aufgrund der Schreibweise seines Namens, Leo Herbert Lehmann, gehe ich davon aus, dass er irgendwelche Vorväter hatte, die natürlich von Deutschland kamen. Das ist ja eine typische deutsche Schreibweise dieser Namen. Ja, er wurde 55 Jahre, weil er lebte von 1895 bis 1950. Das bedeutet, das Buch erschien 1942 in der Erstausgabe. Das sehen wir hier auch in der Übersetzung, die er hier reingemacht hat. Das Buch ist von 1942. Die Übersetzung kommt aus der zweiten erweiterten Ausgabe von 1944. Erweitert eben, weil wir hier hinten diesen Anhang haben, den Nachtrag, der normalerweise da nicht bei ist. Dieses ist dann die dritte Auflage vom März 1945, aber original erschien das Buch 1942. Nun, er starb also 8 Jahre, nachdem er das großartige Buch über die Enthüllung der Jesuiten verfasste, und ich konnte nichts über den Grund seines Todes oder deren Umstände herausfinden. Ich finde es wenigstens interessant, dass er so kurz nach der Veröffentlichung dieses Buchs ablebte. Und dann ist hier eine Quelle, PDF, wo man das englische Buch herunterladen kann von arcticbeacon.com. Das ist eine Website, die liiert ist mit Richard Bennett, ein ehemaliger katholischer Priester, den ihr von meinem Video kennt. Und ja, jetzt möchte ich euch eine kleine Einleitung hierzu vorlesen, zu diesem Video. James Flores Buchrezension über Behind the Dictators, also hinter den Diktatoren, den, wie haben wir es hier genannt, den Drahtziehern auf der Schliche. James Lurie hat darüber eine Buchrezension geschrieben, die habe ich damals im Englischen vorgelesen, das tue ich jetzt hier im Deutschen auch, weil die hat Victor auch übersetzt und das soll euch dann natürlich ansetzen, um euch zu freuen auf die kommende Extra-Buchlesung, die dann auch noch auf meinem Kanal rauskommt. Oder wenn sie nur auf archive.org erscheint, aufgrund von Zeitproblemen oder was auch immer, dann müsst ihr da regelmäßig checken, dann werde ich da Links in meinen Videos mit reintun. Ich möchte da mal eben darauf hinweisen, wenn ich meine Videos produziere in der letzten Zeit, dann habt ihr hier, seht ihr immer so ein kleines i da oben, wenn ihr da hingeht. Wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr in diesem Fall hier nur Teil 1, der hier reingelinkt ist, aber hier sind normalerweise 5 verschiedene Berichte. Wenn man jetzt dieses Video schaut, Infused a palpable first-hand immediacy, und dann drückt man hier drauf und klickt hier drauf, dann passiert, dass man direkt umgeleitet wird. Hier seht ihr, wie das Video gesperrt ist, ne?
Der folgende Inhalt ist durch die YouTube-Gemeinschaft bemerkt als ungepasst oder anstoßgebend für einige Zielgruppen. Und jetzt hat man die Möglichkeit, durchzugehen oder zu annullieren. Wir klicken auf Durchgehen. Das ist jetzt nur bei diesem Video so, das ist nicht bei Hello jedem and Video welcome. so. So. Und dann seht ihr hier das Video Jesuits, Jews and Freemasons, also Kapitel 1, wie hier steht, Kapitel 1 von Behind the Dictators. Hier ist die Spielliste des ganzen Englischen, wie ihr seht. Jedes einzelne Video damit dran. Der Punkt ist nur, den ich sagen wollte, achtet darauf, wenn ihr meine Videos seht, dass ihr hier immer diese Information habt. Während des ganzen Videos, um die 10 Minuten blende ich da irgendwas an, dann könnt ihr hier runterschauen, könnt ihr nachschauen, was ihr genau gucken wollt, was ich genau da eingegeben habe. Da sind Spiellisten drin, alles drum und dran. Und wenn wir dann im Endeffekt hier zu dem Ende des Videos kommen, hier auch, wo wir eben sehen, dann seht ihr, hier sind auch Anbefehlungen, also ganz zum Schluss. Das heißt, man muss meine Videos schon zu Ende schauen. Und dann seht ihr hier zum Beispiel einen Link in das erste Video, in das erste Kapitel. Hier seht ihr einen Link für die Spielliste und hier seht ihr einen Link an eine andere Spielliste, History of the Inquisition. Das ist ein Buch, was ich auf dem zweiten Kanal in Englisch lese. Und das ist bei meinen deutschen Videos auch so. Da sind immer drei, vier Empfehlungen hinten dran. Entweder ist das auch, sich zu abonnieren auf meinen Kanal oder auch zu abonnieren auf einen anderen Kanal, den ich hiermit empfehle. Wichtig ist, wenn man sich abonniert, das möchte ich nochmal eben dazufügen. Da könnt ihr hier sehen, ja, hier steht jetzt Kanaleinstellung, weil es ist ja mein eigener Kanal. Wie machen wir das denn mal eben? Da muss ich mal eben zu einem anderen Kanal gehen. Mal eben sehen, wo ich hier einen anderen Kanal habe. Ja, ich will ja jetzt nicht hier diesen ganzen Quatsch. Mal eben, vielleicht hier nehme ich mir mal eben meinen zweiten Kanal hier. Nehmen wir den mal eben hier rüber. So, dann gehen wir da mal eben hin. Dann möchte ich das mal eben zeigen, worauf man achten muss, wenn man sich auf einen Kanal abonniert. Weil es geht ja darum, dass man dann nach Möglichkeit eben auch E-Mails, also nach Benachrichtigungen bekommt, wenn man sich auf einen Kanal abonniert hat. Das ist ja die Idee davon. Das baut sich alles ganz langsam auf. So, jetzt mache ich mal hier eben das weg, dass ich nicht mehr abonniert bin. Ja, ich will mich abmelden. Das ist bei Jogless War und das Info. Das ist mein zweiter Kanal, auf dem ich ja hier die Griesinger-Buchlesung hochlade. Hier seht ihr History of the Inquisition, was ihr gerade empfohlen habt. Da sind auch schon über 30 Videos von hochgeladen. Hier sind es die Jesuiten von Theodor Griesinger, die Lesung, die ich im Augenblick mache, die ich hier hochlade. Herrscher des Bösen habe ich hier auch nochmal hochgeladen. Alle 11 Teile, der 12. kommt da noch und so weiter. Also, wenn ihr euch auf einen Kanal abonniert, auf meinen Kanal, dann vorzugsweise, möchte ich nur mal eben sagen, dann geht ihr hier auf Abonnieren, einmal klicken und wenn ihr abonniert geklickt habt, dann seht ihr hier oben Abonnement zugefügt und dann seht ihr hier eine Klingel, eine Glocke. Dann müsst ihr auf die Glocke einmal draufklicken und dann öffnet sich eine Meldung und sagt, schickt mir alle Meldungen für diesen Kanal. Das steht jetzt hier in Flämisch, weil das bei mir eingestellt ist auf Flämisch, auf Niederländisch. Auch bei euch ist das wahrscheinlich in Deutsch, aber die Meldung ist dieselbe. Schick mir alle Meldungen für diesen Kanal. Du empfängst Push-Meldungen von diesem Kanal via E-Mail. So, und dann kann ich hier drauf drücken und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, die Einstellungen zu nachzuschauen, beheeren, ja, wie heißt denn das? Verwalten, ja, die Einstellungen zu verwalten. Und dann sage ich Speichern und jetzt bin ich abonniert und die Glocke seht ihr hier, die hat jetzt so ein, ja, wie so ein Geräuschsignal nach dem Motto von, ich kriege jedes Mal eine E-Mail, wenn der Kanal hier was hochlädt. Das ist jetzt mein zweiter Kanal hier, Jogless War und Disinfo, mit dem ich abonniert bin auf meinem Erstkanal. Also, nur mal eben, um zu zeigen, wie das geht, weil es hat ja keinen Sinn, sich auf einen Kanal zu abonnieren und dann keine Meldung zu empfangen, wenn der Kanal ein neues Video hochlädt. Das ist ja Unfug, ja? Also, das wollte ich nur mal eben damit reinbringen. So, dann machen wir das jetzt Schluss hier. Das brauche ich jetzt im Augenblick auch nicht mehr und das ist hier, hatten wir gesagt, was heißt denn Teaser? Das hatten wir gesehen, Ferdinand August, das ist für Untersuchung, wenn ich das andere PDF lese. Dann fahren wir jetzt mal fort und lesen James Floris Buchrezension über Hinter den Diktatoren von L.H., also Leo Herbert Lehman. Dieses Buch ist überraschend kurz und heute eines der monumentalsten Werke, die ich, James Flory in diesem Fall, jemals gelesen habe. Veröffentlicht während des Zweiten Weltkrieges mit dem Hintergrund der greifbaren Direktheit aus erster Hand über die beschriebenen historischen Ereignisse. Dieses Buch demaskiert kurz und klar den wahren Ursprung von Faschismus und Narzissmus,
Für diejenigen, die es nicht wissen, ich musste das auch nachschauen. Das Narzissmus ist eine übersteigerte Selbstliebe. Von daher wissen wir, dass biblisch gesehen der erste Narzisst Luzifer war, mit seiner Rebellion im Himmel. Also, es demaskiert kurz und klar den wahren Ursprung von Faschismus und Narzissmus und enthüllt die echten Drahtzieher, welche Mussolini und Hitler neben allen anderen faschistischen Diktatorenpuppen des 20. Jahrhunderts hervorbrachte, denen sie zu ihrem jeweiligen Aufstieg zur Macht und daher ihrer ultimativen Treue zu verdanken haben. Zusammenhänge werden aufgezeigt, die schockierend den Ursprung von beiden Weltkriegen verdeutlichen. Zum ersten Mal bleiben viele von Hitlers und Mussolinis rätselhaften und unerklärlichen Taten kein Mysterium mehr. Es ergibt alles erschütternd und unvermeidlich Sinn, wie Lehmann, ein Ex-Priester, der zur biblischen Lehre Jesu Christi konvertierte, zu Papier bringt. Seine Beobachtungen und Schlüsse, die er daraus zieht, haben riesige und atemberaubende Auswirkungen. Ich muss einen Weg finden, es in meine Top 10 der wichtigsten Bücher aller Zeiten Liste fest anzupinnen. So wichtig ist das Buch, sagt der James Flory hier. So wichtig ist es, dass es in seine Top 10 der wichtigsten Bücher aller Zeiten mit reinkommt. Das antike Sprichwort, alle Wege führen nach Rom, wurde vielleicht nie wahrer offenbart als in diesem Buch. Ernsthaft, sagt er, es ist surreal oder irreal zu versuchen, darüber nachzudenken, was das bedeutet. Es bedeutet, dass alles auf dem Hitlery Channel oder History Channel, wie sie den im Amerikanischen, im Englischen eigentlich nennen, es bedeutet, dass alles auf dem History Channel, also Geschichtskanal im Fernsehen, alles aus dem Mainstream, alles aus den Geschichtsbüchern der Großverlage, die behaupten, eine Darbietung der Gründe im 20. Jahrhundert anzubieten, alles Unsinn ist. Es ist alles ein Ablenkungsmanöver von der Wahrheit. Es ist alles Quatsch. Alles davon. Ja? Absolut alles, was man im Mainstream liest über die in den Geschichtsbüchern der Großverlage und auch was man im Fernsehen sieht, also Geschichtskanal und was haben wir im Deutschen darüber? N24, Arte, Dreisat, diese ganzen Kanäle, die immer Geschichtsvideos bringen, das kannst du alles in die Tonne hauen. Das ist alles überhaupt nichts Wahres dran in dem Quatsch, was sie da erzählen. Es ist alles Quatsch, ohne Ausnahme. Ja? Entschuldigt hier die paar Tippfehler, die dazwischen sind, das passiert dem Victor natürlich mal, aber ich fand es toll, dass er mir das hier übersetzt hat. Aber James Flory fährt noch weiter und sagt, es geht nicht um Hitler oder Mussolini oder was sie taten oder was sie wollten. Es geht nicht um die Puppen. Es geht nicht um die Nazis oder Faschismus. Es geht um den Vatikan, du Trottel. Das ist es, worum es geht. Diese geopolitische Entität versteckt sich hinter seiner tausendjährigen Religion. Und ja, der Vatikan versteckt sich hinter den Diktatoren. Und diese wachsenden Strömungen von dummköpfigen, braunbekleideten und judenhassenden amerikanischen Patriots heute können jetzt aufhören, ihrem römischen Herzen zu dienen. Ja, der James Flory ist natürlich Amerikaner und spricht natürlich über die Amerikaner in diesem Fall, aber das gilt für die Deutschen ganz genauso. Es gibt ja auch noch so einige, die meinen, Hitler war wirklich ein ganz toller Typ. Das sind Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, dass Hitler Zeit seines Lebens ein Katholik war und nicht mal exkommuniziert wurde und dass das Dritte Reich, das einzige, und das sind die Worte von dem damaligen Hitler-Stellvertreter oder besser gesagt zweiten Mann hinter Hitler, Franz von Papen, Malteserritter und Jesuit, dass er sagte, das Deutsche Reich, also das Dritte Reich von Hitler, ist die erste deutsche Regierung, die die Prinzipien der römisch-katholischen Kirche zugepasst hat. Auf diese Art und Weise. Ja? Also das war römischer Katholizismus. Und wenn ihr meine Lesung verfolgt von Griesinger, das Buch von 1866 auf dem Zweitkanal, dann werdet ihr auch merken, dass es immer die Jesuiten sind, die hier einen Gottesstaat errichten wollen. Ja? Genau dasselbe, was man der ISIS, diesen Pennern da von der, diesen Islamisten nachsagt. Die wollen einen Gottesstaat errichten und jeder hat den großen Bammel davor. Ja, ja, das will die römisch-katholische Kirche auch. Ja, man nennt das Dominion Theology im Englischen. Also die,
das Errichten des Gottesstaates auf Erden. Jesus Christus hat aber damals gesagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Königreich von dieser Welt, dann würden meine Menschen für mich kämpfen oder meine Leute für mich kämpfen. Das sagte er. Aber der Papst richtet natürlich hier auf der Welt sein Königreich auf, sein antichristliches Königreich, weil der Papst ist der Stellvertreter des Teufels. Um es mal ganz klar zu sagen, wie Martin Luther das ja auch sagt in dem Buch, das ich gelesen hatte, wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, wie ihr euch erinnern könnt. Gibt es ja eine eigene Spielliste von, könnt ihr euch, ist eine Spielliste von Luther 2017, könnt ihr euch ja mal anschauen. Da findet man das drin. Ja? Also der James Flory spricht natürlich jetzt durch die amerikanische Brille und sagt, diese wachsenden Strömungen von dummköpfigen, braunbekleideten und judenhassenden amerikanischen Patriots heute können jetzt aufhören, ihren römischen Herren zu dienen, weil das tun sie. Sie dienen einem römischen Herren. Und genau dasselbe kann man jetzt in Deutschland sagen von diesen ganzen, diesen verschiedenen Parteien hinterherlaufenden Idioten. Ob das jetzt in Deutschland die NPD ist oder die AfD oder welche Rechtspartei auch immer, das ganze Spiel rechts-links ist ja immer nur die Flügel des Vogels bestimmen nicht die Richtung. Und politische Parteien sind ja immer nur Flügel, ne? Auf der einen Seite hast du die Linken, auf der anderen Seite hast du die Rechten, hast den rechten Flügel und den linken Flügel. Aber die Flügel bestimmen nicht die Richtung des Vogels, das tut der Kopf. So, und wenn ich immer nur auf die Flügel schaue, dann begreife ich nicht, was der Kopf tut. Und das ist genau das, was Flory hier auch meint. Diese dummköpfigen, braunbekleideten und judenhassenden amerikanischen Patriots, und die gibt es in Deutschland ganz genauso, können jetzt aufhören, ihrem römischen Herrn zu dienen, wenn sie denn mit ihrem geisteschwachen Mundschäumen für einen Moment aufhören und tatsächlich dieses und andere unwiderlegbare historische Fakten lesen. Also dieses Buch lesen und andere unwiderlegbare historische Fakten lesen. Ja, richtig. Als ob das jemals passieren würde, fügt er sarkastisch dazu. Jedenfalls zerstört Leo Herbert Lehmann die Mythologie hinter den gerühmten Protokollen der gelehrten Weisen von Zion. Das tut er nicht so, aber ich werde es euch erklären in diesem Buch, wie ich damals bei Die verborgene Geschichte der Jesuiten auch schon getan habe und werde euch aufzeigen, dass es der Jesuitenpater Baruel war, der die Protokolle von Zion geschrieben hat. Jedenfalls sagt Flory hier, Lehmann zerstört die Mythologie hinter den gerühmten Protokollen der gelehrten Weisen von Zion und veranschaulicht die jesuitische Handschrift, nicht die zionistische Handschrift. Ja. Mit Sicherheit, also mit zionistisch meint er hier natürlich jetzt das Jüdische, aber die größten Zionisten sind natürlich die Jesuiten, weil die haben dafür gesorgt, dass überhaupt der Staat Israel entsteht, weil sie ihn brauchen für ihr Theater der 70. Jahrwoche von Daniel, die Jesus Christus vor 2000 Jahren erfüllt hat, nochmal herzuspielen. Erinnert euch bitte mein Video, der größte Betrug seit dem Garten von Eden, oder schaut es euch an, das findet ihr auf meinem Kanal, das sind 3 Teile, glaube ich, in denen ich da drüber gehe, der größte Betrug seit dem Garten von Eden, 2 oder 3 Teile, schaut euch das an und ihr werdet lehren, dass die zionistische Bewegung jesuitische Bewegung ist, römisch-katholische Bewegung ist und dass der größte Zionist der Papst ist und dass unter anderem Herzl, der Begründer des Zionismus im 19. Jahrhundert, ein jesuitengeschulter Jude war. Lehmann vergleicht die heimtückische Gegenwart und unwahrscheinliche Akzeptanz von römischem Katholizismus in den Vereinigten Staaten mit einem gigantischen, metaphorischen, trojanischen Pferd. Das sagenhaft bedrohlichste trojanische Pferd, das jemals in eine Republik oder Demokratie eingeschleust wurde. Er spricht hier natürlich über die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir werden dann während der Buchlesung diese Dinge zupassen auf Deutschland, dass wir das auf die Art und Weise gut verstehen. Und Lehmann hatte recht. Wie so viele kreischende, sirenenklingende Kassandras vor Jahrzehnten in Amerika und in Europa, wovon man auch noch nie gehört hat. Lehmanns Werk ebenfalls vergriffen. Übrigens, ja, das Buch Behind the Dictators könnt ihr gerne mal suchen. Ich habe es bis jetzt noch nirgendwo gefunden, dass man es kaufen kann. Gibt es nur als PDF. Verdrängt, ignoriert, jetzt aber komplett vergessen. Dieses Buch ist komplett vergessen. Im Englischen und im Deutschen ist es nie erschienen. Und deswegen bin ich dem Viktor so dankbar, so unglaublich dankbar, dass er sich da hingesetzt hat und dieses Buch übersetzt hat. Also das erste Kapitel hat er zumindest schon mal gemacht. Wenn es hier geschieht, also in den Vereinigten Staaten von Amerika, wenn es hier geschieht, und danach sieht es momentan aus, ist eins gewiss.
Wir werden bekommen, was wir verdienen. Und das werden wir Deutschen auch. Wir werden auch bekommen, was wir verdienen. Weil wir nicht aus der Geschichte lernen wollen. Ja? Weil wir nicht die Konsequenzen daraus ziehen, aus der Sache, die in der Vergangenheit geschehen sind. Und warum tun wir das nicht? Weil uns die Geschichte nicht erklärt wurde, weil uns die Geschichte nicht gelehrt wurde. Jeder sagt immer, ja, Geschichte wiederholt sich selbst, ist ja toll, nur wenn ich die Geschichte nicht ordentlich gelehrt bekomme, dann kann ich auch nicht sehen, wie sie sich wiederholt. Und die Amerikaner haben genau dasselbe Problem. Und die haben noch niemals einen Krieg, außer diesen kurzen Bürgerkrieg in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, haben die noch niemals einen Krieg auf ihrem eigenen Boden gehabt. Die werden sich ganz schön umgucken, was da in den nächsten Jahren auf sie zukommt. Wenn die römisch-katholische Kirche da auf einmal die Zügel ein wenig anstrafft, wie sie das schon seit Jahren und Jahrzehnten plant. Und das wird kommen. Wie es damals war mit der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika, wisst ihr auch inzwischen von meinen Buchlesern, wie man anhand des Buches The Ark and the Dove feststellen konnte, brauchte die Vorbereitung der Gründung der Vereinigten Staaten als Nation ungefähr 150 Jahre, von 1630 bis 1780. Ja, so lange hat es gedauert und ist auch gekommen. Und was sie dann in 1780 geplant haben oder was sie dann Anfang des 20. Jahrhunderts geplant haben, das kriegen wir jetzt in den nächsten Jahren zu spüren in Amerika. Jeder merkt, dass Amerika abdriftet in eine faschistische Regierung. George W. Bush hat es einmal so schön gesagt, nach dem Motto, viele diktatorische Regime verstecken sich unter einem Mantel der Demokratie. Tja, das ist in Amerika nicht viel anders. Amerika wird seit Jahrzehnten nur noch durch Executive Orders vom Präsidenten im Grunde regiert. Ja. Also, natürlich ist das hier jetzt ein wenig amerikanisch eingefärbt, aber nichtsdestotrotz, wir werden sehen, wenn es hier geschieht, auch hier in Europa, wonach es im Augenblick aussieht, eins ist dann gewiss, wir werden bekommen, was uns zusteht. Und das gilt sowohl für Amerika als für die Vereinigten Staaten von Europa, wollte ich gerade sagen, für die Europäische Union, weil wir die Bibel nicht mehr kennen und weil wir die Geschichte nicht mehr kennen. Und wer das ein wenig mehr kennen will, ja, der ist gerne willkommen auf meinem Kanal. So, hier haben wir also dann das Buch, bereits das erste Kapitel, das hier der Viktor bereits übersetzt hat, hinter den Diktatoren auf Suche, den Drahtziehern auf der Schliche, Kapitel 1, Jesuiten, Juden und Freimaurer. Und das wird dann das erste Video sein dieser neuen Lesung, die ich dann machen werde. Ja, ich mache einige neue Lesungen, es kommt fast jeden Tag was Neues dazu. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich überhaupt noch bin. Ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht von diesen ganzen Büchern, die ich reinkriege und wichtige Informationen und Videos zu machen. Aber ich kriege das schon irgendwie auf die Reihe. Der Punkt ist nur, schaut euch das an und dann verteilt es. Ja? Verteilt es auf sozialen Netzwerken. Verteilt es über YouTube, ladet meine Videos auf euren Kanälen wieder hoch. Wenn da kein Geld mit verdient wird und wenn meine Videos nicht verändert werden, dann appelliere ich an jeden, der diese Videos schaut und gut befindet, dass er das auch auf seinem eigenen Kanal wieder hochlädt. Kostet doch nichts. YouTube ist gratis. Vimeo ist gratis. Auf archive.org ist es gratis. Je mehr das hochgeladen und je mehr das angeschaut wird, desto mehr Leute können sich das einverleiben. Ich meine, die verborgene Geschichte der Jesuiten, den ersten Teil, das Einleitungsvideo ist auf meinem Kanal gerade mal 14.000 Mal angeschaut. Bei Ralf Möller oder weiß ich wieder, irgendwann mit Möller heißt der, ganz toller Kanal, der über 80.000 Klicks hat das Video da. Ja, der hat das wieder hochgeladen und dadurch ist allein das Einleitungsvideo über die verborgene Geschichte der Jesuiten, ich glaube auf 4 Kanälen in total hochgeladen, Markus Möller heißt der, auf 4 Kanälen hochgeladen, über 100.000 Mal angeschaut. Und das ist das, wo wir hin müssen. Wir wollen die Leute aufwecken. Wir wollen die Leute aufwecken zur biblischen Wahrheit. Und dafür müssen sie einerseits die Bibel kennen, und da hoffe ich, mit meinen anderen Videos auch für zu sorgen. Und auf der anderen Seite müssen sie die Geschichte kennen. Und dafür kommt dann die Buchlesung des Buches Hinter den Diktatoren, hier das englische Original von Leo Herbert Lehman. Und das wird dann mein nächstes Seitenprojekt, das ich auf dem ersten Kanal noch neben all den anderen Dingen mache, die da kommen. Und ich hoffe, dass ich euch dafür habe interessieren können, der Videolesung dann zu folgen. Und ich danke euch fürs Zuhören und Zuschauen für dieses Video. Auch dieses, bitte verteilt es so weit und breit wie möglich.
Teilt es mit eurer Familie, teilt es mit euren Freunden, Arbeitskollegen, auf sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter und was weiß ich nicht noch, was es alles gibt. Ladet es auf euren YouTube-Kanälen hoch und ihr werdet sehen, der Heilige Geist wird euch dafür belohnen. Eine Belohnung in dieser Welt werden wir alle für diese Dinge nicht bekommen. Nur Verfolgung wird uns ausstehen. Aber das hat Jesus Christus uns ja bereits vorhergesagt, dass wir Tribulationen, dass wir Unbequemlichkeiten haben in dieser Welt, wenn wir seinen Namen und seine Wahrheit verkündigen. Und das ist der Job von Stunde der Wahrheit. Und das sollte dann auch, wenn ihr damit mit der Berichtgebung auf meinem Kanal einverstanden seid, dann sollte das auch eure Aufgabe sein, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. So, jetzt ist das Video doch viel länger geworden, als ich wollte. Trotzdem, ich danke fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Maranatha.